Ja, willkommen zurück, liebe Freunde. Dieses Scheißprogramm namens Fraps hat sich leider aufgehangen, aber ihr habt nicht viel verpasst. Wir haben letzten Endes jetzt einfach das Schiff gelootet. Dann haben wir das Skelett, also dieser Typ. Oh, sorry. Dieser Typ, dessen Geist wir da gesehen haben, der war als Skelett am untersten Kerker. War er angekettet, wir haben dieses Skelett freigelassen. Und dann kam der Geist wieder zu uns, hat uns eine Karte gegeben und mit dieser Karte haben wir einen Schatz gefunden und da war allerhand an Loot drinne. Haben wir alles rausgenommen, wir sind zurück nach Leyawin gegangen, haben den Typen Bescheid gesagt, dass er jetzt... Oder wir haben ihr das Ektoplasm gegeben und dann haben wir einen Job für die Typen hier in Leyawin geholt und dann war alles wieder tutti frutti. So, das war alles. Wir haben also das Ektoplasm abgegeben, die Typen haben wieder jetzt Arbeit zu bekommen werden, tun in der Zukunft. Und wir können wieder zurück nach Leyawin oder Coral und können uns da jetzt den nächsten Job in der Fighters Guild abholen. Das ist ein bisschen schade, Drecks Fraps wieder. Das zweite Mal, glaube ich, dass das jetzt hier in Oblivion passiert ist. So, dich brauche ich nicht. Achso, hier oben war sie ja genau. Stimmt. Ich vergaß. Go ahead. I'm looking for results from you. What have you... causing trouble. The Blackwood Company has taken that much of a foothold in Leyawin. Those sons of... Never mind. You've done your job. Here's your payment for it. So, perfekt. Duties. I don't have anything for you right now. Speak with Azan or Grokash. Get some more seasoning, and maybe I'll have something. Okay, alles klar. Perhaps you're ready for advancement. Also. Ja, Advancement, gerne. You've done well. Because of your efforts, you have achieved the rank of Swordsman of the Fighters Guild. Duties? I don't have anything for you right now. Speak more. Also doch. Noch eins? I'm sorry. Nee, schade. Gut. Alles klar. Go to it. Werden wir machen. So, dann mit der Aufrichtung. Ich hoffe, wir haben eine Marke jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo die beiden Typen sind. Nee, natürlich nicht. Das ist doof. Können wir das irgendwie... Nee. Moment, ich guck gerade mal. Hier müsste er vielleicht irgendwo stehen, wo der Typ ist, oder nicht? Nee. Ich dachte, hier steht irgendwo die Stadt. Verdammte Axt. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Wir raten einfach mal drauf los. Welche Stadt klingt denn nach Fight Leyawin, glaube ich, oder? Ja, doch, versuchen wir es mal mit Leyawin. Ich habe keine Ahnung gerade jetzt, wo die beiden genau sind. Also, oder einer von beiden zumindest. Schauen wir einfach mal. Das sieht aber irgendwie falsch aus. Moment. Lokale Karte. Müsste irgendwo ja Fighters Guild stehen. Nee. Ich glaube aber, hier sind wir richtig. Ah ja, Fighters Guild. Da unten haben wir es doch. Perfekt. Ich hoffe einfach mal, das ist hier das Richtige. Achso, stimmt. Leyawin waren wir ja gerade eben erst. Ach, hier ist ja, oder? Nee, ich dachte, das wäre jetzt hier die Quest für die Dark Brotherhood. Haben wir nämlich auch noch nicht gemacht, dass wir da uns jetzt immer wieder die Kohle da abholen. Oder wir hören uns an, was sie zu sagen hat, geben den Auftrag weiter und dann bekommen wir dafür Kohle. Fighters Guild war hier, ne? Nee, was? Ups. Das war Fighters Guild? Ja, oder? Jo, perfekt. Ah, ich glaube, hier ist es nicht. Da wir ja hier anscheinend in dem Territorium noch nicht so waren, wenn man dem Nebel da glauben darf. Nee, ich glaube, das ist immer falsch. Oh, das sieht aber hier nett aus, sag ich mal. Nee, definitiv nicht. Ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht sind wir ja doch richtig. Ich bezweifle das, wie gesagt, aber... Nee. Bin mir ziemlich sicher, dass wir hier falsch sind. Okay. Nächster Versuch wäre dann in Jaden Hall. Oder? Also in Bruma war es definitiv nicht.
ging gerade auch nicht. Coral waren wir, glaube ich, gerade. Imperial City ist zu groß. Bravel könnten wir eventuell noch versuchen, aber wir gucken erstmal in Shaden Hall. East Gate. Doch, doch, ich glaube, Shaden Hall war es sogar. Wenn ich mich recht erinnere. Es war zumindest so eine Stadt. Ich glaube, die Stadt, die ihr gerade hier seht, mit dieser komischen Brücke da. Nee, aber das ist nicht die, die ich meinte. Doch, stimmt, da hinten ist die Brücke. Hier müssten wir richtig sein, glaube ich. Fighters Guild, Fighters Guild, Fighters Guild. Wo ist es denn? Mages, Fighters Guild, da hinten haben wir es. So, wo sind wir? Da hinten. Okay, über die Brücke und dann links, alles klar. Dort kriegen wir hin. Irgendwie sind wir hier verdammt langsam, finde ich. Aber ist ja absolut kein Problem für uns. So, jawohl, da haben wir es auch schon. Ja, das ist richtig. Da müsste, glaube ich, dieser Ork sein, dieser Busco-Arsch oder wie der heißt. Machen wir nochmal einen Quest. Dann sollte das auch für diese Aufnahmesession, glaube ich, wieder reichen. Nicht, dass mir Fraps irgendwie wieder abkackt. Abkotet, sorry, für meine Verbalaussprache. Verbalaussprache? I've got another contract, ja, Busco-Arsch. Naja, hier, Fleisch, gib her. It's from Bianna Amelian at the Water's Edge Settlement. She needs something retrieved from her ancestral tomb. Try not to muck it up. Oh, das ist, glaube ich, ziemlich bitchig, das Quest. You'll find her at the Water's Edge Settlement. It's marked on your map. Okay. Haul your carcass to that settlement, meat. Alles klar. Das ist echt ein. Das könnte sogar als Beleidigung durchgehen, glaube ich, wenn man in dem Fall Vegetarier ist. So. Dann gehen wir mal zu dem Stück Fleisch. Gehen wir mal nach Borderwatch. Borderwatch klingt auch wie so eine schlechte Neuauflage von Baywatch. Wobei Baywatch schon extrem schlecht war, glaube ich. Also wenn man etwas noch schlechter macht, ne? Das ist ja. Oh, stimmt, hier waren ja die Typen, ne? Bei denen wir hier die ganze komische Rattenplage da angediefert haben. Was hat der hier eigentlich zu sagen jetzt? The end of all things has come. We are finished. Ja, alles klar. Whatever shall we do? Das ist wahrscheinlich auch einer, der dachte, hier am 21.12. geht die Welt unter oder so. So. Alles klar, geradeaus. Ah, wie ist der Typ jetzt? Weiß ich nicht. Nostradamus, genau. Der hat übrigens auch gemeint, dann irgendwie am Oktober oder so, 1999, kommt der Fürst der Finsternis. Ja. Ich habe ihn in dem Fall noch nicht gesehen. Oh doch, obwohl. Der kam, glaube ich, irgendwann letztes Jahr. Da hat er sein Debüt gehabt. Mit unter anderem mit den Singles hier Girlfriend. Nee, Boyfriend heißt es ja. Justin Bieber. Fürst der Finsternis, definitiv, ey. Fürst der Finsternis im Musiksinne. So, Water's Edge. Schauen wir mal. Hello. You must be from the Fighters Guild. I'm glad you're here. I need your help to repay a debt. Mal gucken, ich glaube, das Quest war ziemlich scheiße, aber mal gucken. I'm afraid so. My father had a bit of an issue with gambling. I'm afraid he built up a rather large debt. Now that he's gone, the debt is mine. How much is the debt? A great deal, over 1,000 septim. My father was quite a gambler. Quite a bad gambler. Offensichtlich. Where's your father? Gone. Dragged from our house in the night. To pay the debt, I'd like to sell the sword and armor of my grandfather, or I might be next. Sword and armor? They were buried with my grandfather in the family tomb. The sword and cuirass were enchanted and should cover my debt. Please get them for me. Where are the sword and armor? Not far in my family's ancestral tomb. Here, I can mark it on your map. Please return them to me so I can pay off my father's debts. Kann man die auch so bezahlen? They were. Moment. Wir machen das folgendermaßen. Wir geben ihr das Geld, gehen in die Tomb und behalten einfach Sword and Armor. Are you certain? I can't thank you enough. Please, though. If you decide to retrieve the sword and armor, ah, perfekt. Keep them. At least until I can repay you. Ah, perfekt, okay. Das hätten wir geschafft, aber. Warum drücke ich mal E? Verdammt. Aber ist ja eh egal. Oh,
Dann holen wir uns in dem Fall mal die Sword und Armor.